Sonnenklar TV live vor Ort. Wir haben eine Premiere heute zu feiern, und zwar in Deutschland. Genauer gesagt, das Rilano Hotel in Kevela eröffnet gerade mal heute am 12. Oktober. Und da sind wir natürlich live vor Ort. Und ich freue mich, dass wir gleich rübergehen können zu Björn Kasper, der, und das hat er sich nicht nehmen lassen, den Bürgermeister auch an seiner Seite hat, Dr. Dominik Pichler. Und da bin ich doch mal gespannt, wie die Stimmung zurzeit in Kevela ist. Sieht gut aus, also bei auch vernünftigem Wetter. Also das erste Mal Glückwunsch zur Neueröffnung, und was sagt denn der Bürgermeister dazu? Hallo lieber Goofy, hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Ja, Sonnenklar-TV live aus Kevela, und heute ist ein ganz besonderer Tag in Kevela. Nicht, dass nur der Bürgermeister neben mir steht, und wenn der Bürgermeister schon irgendwo hinkommt zur Eröffnung, dann tut sich auch was in Kevela. Aber in Kevela hat sich generell einiges getan, Herr Dr. Pichler, in den letzten Jahren, oder? Ja, das ist schon richtig. Wir haben zum einen die Innenstadt kernsaniert, wenn man so will, im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts. Aber das, warum wir heute hier sind, wir haben auf der Hülz, so heißt die Wiese letztlich, auf der das alles entstanden ist, verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem das, weswegen wir heute hier sind, nämlich ein Rilano-Hotel ist entstanden, da ist heute Eröffnung. Und hinter dem Rilano-Hotel, das kann man jetzt nicht sehen, weil dafür das Hotel im Weg steht, ist ein Gradierwerk errichtet worden und drumherum ein Solepark. Und da freuen wir uns sehr drauf, wenn der dann im Frühjahr eröffnet werden wird. Ja. Ich muss da nochmal nachfragen, Gradierwerk, nicht jeder Zuschauer wird das kennen. Erläutern Sie so ein bisschen, was steckt hinter einem Gradierwerk? Ja, vom Grundsatz her kennen das, glaube ich, viele schon, wenn sie wissen, was es ist. Also gibt es im Grunde genommen in sehr vielen Kurstätten, allerdings meistens in der Version 100 Meter geradeaus. Da verrieselt ein salzhaltiges Solewasser. Das ist gut für die Atemwege, also da gibt es Wandelgänge. Wenn man dieses Wasser einatmet oder diese Tröpfchen einatmet, das ist ja gut für die Atemwege und gut fürs Wohlbefinden. Und das haben wir hier auch, aber eben nicht in der Version 100 Meter geradeaus, sondern als ein Rundgradierwerk, auch immerhin 40 Meter Länge, aber halt als Rundbau in Muschelform. Und das ist eigentlich ganz imposant und auch architektonisch bemerkenswert, ja. Dr. Pichler, erzählen Sie mal so ein, zwei Sätze über Kevela. Also die Sonnenklar-TV-Zuschauer aus München oder Berlin, vielleicht nicht jeder kennt Kevela. Ich glaube, viele kennen Kevela. Die meisten, die sagen, ich bin noch nicht da gewesen, sagen, meine Oma war aber schon da. Wir haben eine fast 400 Jahre alte Wallfahrtstradition. Wir sind einer der beiden großen Marienwallfahrtsorte hier in Deutschland mit mehreren hunderttausend Pilgern jedes Jahr. Dafür ist Kevela eigentlich bekannt. Und ja, darüber hinaus haben wir hier noch eine weitere Attraktion, dann weniger für die katholischen, sondern mehr für alle. Das ist das Irland. Das ist von hier aus gesehen 4 Kilometer in diese Richtung. Ein großer Freizeitpark für Kinder im Alter von, ich sag jetzt mal, 0 bis 12, 13, 14 so. Haben in den letzten beiden Jahren über 1 Million Besucher gehabt und ist, bin selber schon mit meiner Familie da gewesen. Richtig toll, ja. Ich war vor 2 Wochen da im Irland mit meinen Kids und muss sagen, ich dachte, ein Bauernhof ein bisschen, aber es ist nicht mehr ein Bauernhof, aber es war mal ein Bauernhof. Das waren die Ursprünge und deswegen auch das Wort Irland. Ursprünglich war das ein Bauernhof und angrenzend ein Labyrinth in einem Maisfeld. Das waren ja die Anfänge. Nur mittlerweile ist das sehr groß. Nicht so, wie man das von anderen Freizeitparks kennt. Also keine Fahrgeschäfte oder sowas, sondern wirklich zum selber Klettern, zum selber Spielen, Wasserrutschen, Rutschen, Catcar-Parcours. Aber dann eben auch für die Erwachsenen Grillmöglichkeiten. Und das ist ja das Schöne an so einem Freizeitgelände. Die Kinder schwärmen aus, während die Erwachsenen dafür sorgen, dass es was zu essen gibt. Und wenn die Kinder haben dafür ein Gespür, ne? Und wenn es was zu essen gibt, kommen die wieder alle zusammen und dann isst man zusammen. Und alle haben am Ende eine gute Zeit gehabt. Ja. Alle haben eine gute Zeit gehabt, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Unsere gute Zeit beginnt jetzt, weil in ein paar Minuten eröffnet das Rilano. Und wir haben noch 2 Live-Schalten für Sie. Einmal mit dem Hotelchef der Gruppe und die Hotelmanagerin. Viele spannende Eindrücke für Sie, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Zurück zu dir, lieber Goofy. Vielen herzlichen Dank. Also Kevela, einer der Marienwallfahrtsorte, der zweite ist Altötting. Und dementsprechend haben wir hier nun mal ein Rilano-Hotel auch dort vor Ort und können nachher auch noch so ein bisschen was über das Hotel natürlich erfahren. So, das ist natürlich auch ein spezieller Preis, den wir hier haben. Das heißt, 99 Euro sind 29% unterm regulären Preis, den wir dann auch irgendwann wieder aufrufen müssen. Und wenn wir uns mal das Internet anschauen, also das ist zum Beispiel auch mal ein schönes Bild, dass wir sehen, okay, wir haben im Endeffekt natürlich hier viel in puncto nicht
Keveler sondern, oder das Gradierwerk, sondern wir haben hier auch viel in puncto Natur zu bieten und Ferienspaß für Groß und Klein. Familienzimmer gibt es, es gibt aber auch diese Weekend-Ausflüge, dass man sagt, am Wochenende einfach mal dorthin und dann haben wir hier, sehen wir wieder modernste Zimmer. Das hier ist zum Beispiel eine schöne Junior-Suite oder oben haben wir ein Doppelzimmer Superior. Also www.rilano.de, wer sich ein bisschen informieren möchte, kann sich dort im Internet natürlich schlau machen. Und wir werden nachher noch mal rübergehen und werden dann auch, wie gesagt, den Hotel Direktor live vor Ort hören. Aber das ist natürlich der Knaller zur Neueröffnung im Oktober. Jetzt, also heute am 12. alle Termine, einen Preis, 99 Euro. Für zwei Übernachtungen mit Halbpension heißt also im Endeffekt 44,50 Euro für eine Übernachtung mit Halbpension. Wo kriegen Sie denn sowas? Und das vor allen Dingen in so einer tollen Stadt wie Keveler. 211-603, man ist ja dann auch, wenn wir schon dabei sind, ja, vielleicht ganz kurz erwähnt, die Nähe zu den Niederlanden, also zu Holland ist da, die Nähe zu Düsseldorf ist da. Also da hat man auch die Möglichkeit, auch noch mal aus Keveler einen kleinen Ausflug in eine der ganz interessanten Regionen zu machen. 211-603, die Bestellnummer. Sonnenklar TV live vor Ort.